Ja, und schon wieder spinnt meine Kamera. Also, das ist irgendwie nervig. Aber okay. Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute endlich mal mit einer Lösung für mein ewiges Haarlockenproblem. Ihr wisst ja, dass mir diese Haarlocke-Zeit, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Videos ständig irgendwo anders gelandet ist. Oder hier eine Locke oder da oder. Oh, wie schaffe ich das nur? Jetzt habe ich durch das Zerren an der Locke die Locke wieder rausgezerrt. Okay, und da habe ich heute jetzt endlich mal eine Lösung, die ehrlich gesagt erstmal nur so vorübergehend ist, weil jetzt ist in Wirklichkeit nur ein altes Unterhemd. Ich gebe es gleich zu. Wir haben die Angewohnheit, wenn bei uns ein Hemd oder so kaputt geht, dass wir das nicht wegschmeißen gleich, sondern dass wir daraus Putzlappen machen. Und da ist irgendwie so ein ganz langer, wartet mal, ich kann es euch auch mal zeigen. Oh, aber dann geht mir gleich wieder die Locke weg. Okay, dass dann hier so eine lange Schnur ist entstanden. Und ja, das ist dann irgendwie, entschuldigt, ich habe gerade hier. Ich habe da gerade so ein blödes Fenster gehabt, so ein Riesenfenster, an dem stand, dass mein Virenprogramm sich aktualisieren will oder so irgendwas. Und ja, das war jetzt gerade unpraktisch. Das hat mich gerade etwas abgelenkt. Tut mir leid. Aber es ist ja Freitag. Da macht sogar der Computer mal Urlaub. Gut, ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, dieses Band und das habe ich jetzt heute benutzt, so damit mir nicht ständig die doofen Haare irgendwie rumhängen. Weil das geht mir ja schon seit, wie viele wissen, längerem auf die Nerven. So. Gut, das dazu. Und das jetzt zu meinem Virenprogramm. Das will was von mir. Das ist abgelaufen leider. Und jetzt will es die ganze Zeit, dass ich es aktualisiere und die Datenbank irgendwie wieder mal neu runterlade. Aber ich habe irgendwie keine Lust dazu. Und jetzt meckert es mir ständig nach. Tut mir leid. Okay. Ja, was wollte ich mit euch diesen Freitag bereden? Um was geht's diesen Freitag? Die Kurzfassung. Am Mittwoch habe ich euch ja erzählt, dass diese zum Thema Spiegelneuronen, was ich jetzt richtig cool fände, wäre, wenn irgendjemand mir antwortet auf meine Frage, seht ihr diesen Punkt da, diesen. Nein, ist ja auch, oh Mann, doof gelaufen. Es tut mir leid, Sekunde. Jetzt habe ich gerade entdeckt, dass durch dieses Band eine Spiegelung in der Kamera entsteht und ja. Das funktioniert so auch nicht. Okay, ich lasse mir was anderes einfallen. Keine Sorge, irgendwann kriege ich dieses Haardrama noch in den Griff. Ja, was ich mit euch be. Na toll, es war gar nicht die Haare, es war meine Trinkflasche. Okay, es tut mir leid, ich bin heute etwas verpeilt, es dauert etwas länger. Gut, was ich sagen wollte war. Hier startet jetzt das Video eigentlich. Das werde ich mir auch nachher notieren, dass ich dann hier einen Startpunkt, damit ihr dieses Vorgelaber überspringen könnt, wenn ihr wollt. Überspringt es einfach. Werde ich auch in die Infobox reinschreiben. Also, dass ich ungefähr 3 Minuten 50 erst anfange mit wirklich informativen Reden. Okay, was ich euch erzählen wollte, war, ich habe euch ja am Mittwoch erzählt, was Spiegelneuronen machen, oder ich habe es zumindest versucht. Und ich möchte betonen, dass ich immer noch nicht viel mehr rausgefunden habe. Ich habe mich ja jetzt weiter informiert über die letzten Tage, über Donnerstag eigentlich. Und da gibt es jetzt auch nicht viel mehr Infos, als ich euch am Mittwoch geben konnte. Was ich aber euch noch sagen kann, ist, dass. Ich kann euch jetzt mal ein bisschen erzählen, wie ich das gerade, was ich zurzeit gerade gemacht habe und wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Vor kurzem habe ich durch Zufall ein Spendenaufrufvideo auf YouTube entdeckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, um was es da genau ging. Und es ist jetzt auch eigentlich nebensächlich. Und da wurde dann halt erzählt und da wurde dann eben auch, da sind auch Krokodilstränen ohne Ende geflossen. Und
dann habe ich mir so gedacht, im Prinzip möchte ich ja gerne schon mitfühlender sein oder zumindest es mal schauen, ob man das werden kann durch Training. Und so habe ich die letzten Wochen und Monate, also letzten 2, 3 Wochen versucht, mir durch Training etwas mehr Mitgefühl anzueignen. Um es vorwegzunehmen, das war der erfolgloseste Trainingsversuch meines Lebens. ja. Und so kam es eben, dass ich dann eben versucht habe, viel mehr mit Mitgefühl zu trainieren. Und ich habe dann eben so versucht, sowas zu tun wie, ich wollte die Dinge näher an mich ranlassen, als sowas wie, oh Gott, was wenn, oh je, und ich sollte da schon was tun. Und diese Sachen, die ich eben bei meiner Mom, bei meinem Dad, bei meiner Schwester, bei meinem Bruder, bei allen, die ich so kenne, beobachte, wo ich immer so denke mir zum Teil, anscheinend ist das ja Mitgefühl, und da habe ich ihm gedacht, vielleicht kann ich das ja auch, wenn ich das lang genug trainiere, auch. Kann man nicht. Aber ich habe mir dann viel Mühe gegeben, solche Dinge eben so mehr zu fühlen, und ja, im Prinzip ist mir das oft vorgekommen, wie wenn ich einen Topf, also als Beispiel, dass ich ein Topf Wasser bin, der dann auf dieser Platte steht, aber keiner das Feuer anmacht und ich dann trotzdem erwarte, gleich Nudeln essen zu können, aber eben sich nichts tut. Also, dass ich die Nudeln reinfülle, dass alles ist, aber dass eben nicht wirklich was rauskommt dabei. Und ja, das habe ich dann länger beobachtet, und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Ich habe mir sogar also überlegt, ob ich mich engagiere wegen diesem Video, und habe ich gedacht, es könnte ja, das scheint ja normal zu sein, damit, wenn man mitfühlend ist, dass man sich da engagiert. Und dann habe ich da so gedacht, okay, dann werde ich da halt mal gucken. Habe dann aber auch festgestellt für mich, dass ich eher so dieses, ich bin da sehr rational, also ich sag's, wie es ist, ich habe dann abgewägt. Dieses Prinzip war, wie vielen hilft diese, wenn ich jetzt spende? Wie viel würde das Spenden jetzt wiederum mir helfen, wenn ich jetzt spende? Was würde es wieder in Endkosten bei mir machen und so weiter? Ich habe das dann sehr lange abgewägt, habe Pro, Kontras überlegt. Und ja, als ich dann fertig war mit Überlegen, war die Spendenaktion schon vorbei, aber ich habe dann gemerkt, dass ich da nicht sehr mitfühlend sein konnte und dass mir das auch nicht nahe ging. Ich bin auch so jemand, wenn ich die Spendenbriefe sehe, so die immer in der Werbung mitkommen, da bin ich eher tendenziell jemand, ich sehe mir die Fotos an und es tut sich einfach nichts wirklich bei mir so. Wobei ich dann allerdings tatsächlich, wo meine Mutter mir dann wiederum gesagt hat, das ist berechnend, plantechnisch mäßig, wenn ich irgendwas beobachte, wo meine Pläne, wo ich mir so für die Zukunft gemacht habe, ich habe ja auch Pläne für die Zukunft, wo, wenn ich da was beobachte und dann zum Beispiel sowas sehe wie, vor vielen Jahren hat meine Schwester einen Führerschein gemacht, und da habe ich dann gedacht, naja, wenn sie einen Führerschein hat, können wir ja mal hin und da einen Ausflug machen. Ja, und dann habe ich eben tatsächlich mitgefiebert, ob sie den Führerschein besteht oder nicht. Und solche Sachen, da kann ich mitfiebern. Oder wenn ich weiß, dass jemand eine große Prüfung hat, die total wichtig für ihn ist, dann drücke ich demjenigen natürlich auch die Daumen. Bin mir dann aber nie sicher, ob ich das mache einfach, weil Mom mich dran erinnert oder weil ich mich dran erinnere, oder ob ich es mache, weil ich es eben machen will. So im Sinne von, ja, weil es mir gerade ein Bedürfnis ist. Ja, genau, so können wir es formulieren. Au! Es tut mir leid. Ich habe mir gerade die Hand an meine Tischplatte angehauen. Das tut gerade gar nicht weh, aber ich sollte was tun, bevor ich da einen fiesen blauen Fleck kriege. Okay, ja. Was ich so für mich festgestellt habe, ist, dass dieses Mitfühlen-Ding, das ist ein Ding, das kann man nicht lernen, leider. Man kann es sich nicht antrainieren, man kann es nicht irgendwie ändern. Und es ist so eine Sache, die ist für dich komisch, wenn du in der, also für mich
als Asperger. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es für andere ist, aber für mich ist es manchmal komisch, wenn ich bei so größeren Sachen, wie zum Beispiel eine Beerdigung, sehe, dass alle trauern, alle deprimiert sind und das Einzige, woran ich denken konnte in dem Moment, also ich war vor vielen, vielen Jahren auf einer Beerdigung, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wer es war. Ich glaube, meine Uroma väterlicherseits, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich weiß noch bis heute, dass ich an dem Tag das Einzige, woran ich denken konnte, war: Oh du meine Güte, in 4 Tagen habe ich Geburtstag. In 4 Tagen habe ich Geburtstag. Oh Mann, jetzt hocke ich hier bei dieser Beerdigung und alle sind deprimiert und dann in 4 Tagen ist mein Geburtstag. Mann, wenn die da alle diese langen Gesichter ziehen, wäre das doof. Und das waren so diese einzigen Gedanken, die mir in dem Moment durch den Kopf geschwirrt sind, weil ich einfach so gedacht habe, ich muss zugeben, ich war damals so in einer Phase meines Lebens, wo ich dann so gedacht habe, man hätte die nicht noch wenigstens 3 Wochen warten können. Also ich meine, das ist jetzt wirklich, die 3 Wochen hätte sie ja wirklich noch durchhalten können. Ja, das war ein bisschen Ego, aber in dem Moment war das halt die einzigen Gedankengänge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Ich habe irgendwie, ich habe nicht den, die, diesen, ich spüre keinen Verlustschmerz. Also sowas wie, wenn jemand stirbt, das spüre ich nicht. Also was ich gespürt habe, war, als meine Hasen gestorben sind, da war ich traurig. Als mein, also als ein Onkel von mir verstorben ist, das hat mich dann ehrlich gesagt nicht so. Also das war eine richtig krasse Geschichte. Da ist mein Onkel verstorben. Also mein Hase ist einen Tag vor meinem Onkel verstorben. Und ich weiß noch bis heute, dass ich mir damals so gedacht habe, boah, krass. Und trotzdem war der einzige Gedanke, der mir im Kopf rumgegangen ist, eigentlich eher so, ja, schade eigentlich, dass mein Hase weg ist. Und was mache ich jetzt erstmal? Und dann habe ich, also es war so dieses, ich war deprimiert, so ein bisschen traurig war ich, dass der Hase weg war. Aber dass der Onkel so jetzt weg ist, dass der nicht mehr da ist, das war dann ehrlich gesagt so eher dieses, ja, ich mag ihn ja, er war einer meiner Lieblingsonkels, alles, aber ich konnte es einfach nicht fühlen. Ich konnte nichts fühlen. Ich habe mir wirklich extrem Mühe gegeben damals. Ich weiß noch bis heute, dass ich stundenlang ins Bett gelegen bin, die Decke angestarrt habe und gedacht habe, komm schon, irgendwas muss doch kommen. Er ist ein Onkel. Ich habe mir richtig, ich habe mir so innerlich, hatte ich so richtig so das Gefühl, dass da eine Horde Cheerleader hinter mir steht, so die mir zuschreien, los Selena, ein paar Gefühle, kommt schon, ein bisschen was fühlen, denn er ist ein Onkel. Und ja, es ist für mich natürlich schon auch komisch gewesen. Und was für mich natürlich am schwierigsten dran war, war auch mitunter, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte mit niemandem drüber reden. Also ich habe mit meiner Mutter natürlich drüber geredet, aber eben dieses, sie war ja am Trauern. Und dieses, da habe ich irgendwie nicht gewusst, wie ich das jemandem sagen soll, der gerade mitten in Trauern ist. Ja, du trauerst, ich fühle gar nichts. Und das war einfach damals für mich eine komische, schwierige Situation. Und danach habe ich dann angefangen, mir vorzunehmen, etwas, dass man sich ja vielleicht Mitgefühl trainieren kann. Das habe ich dann so gedacht damals danach. Und ja, jetzt Jahre später bin ich zur Erkenntnis gekommen, man kann es nicht trainieren. Und ja, es ist so eine Sache, die in Anführungszeichen muss man akzeptieren, dass es einfach da nichts ist. Das ist einfach so. Es ist, wie es ist und es wird auch sich nicht ändern, dadurch, dass man es lang genug probiert oder lang genug sich dazu drängt, irgendwie was zu ändern. Weil jeder ist anders und ja, also ich als Asperger, wie es bei anderen ist, kann ich irgendwie immer nicht sagen, aber ich kann da nichts fühlen. Ich kann es nicht. Ich war trauriger, als mein Computer abgestürzt ist, als mein Onkel gestorben ist. Und das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, es ist komisch, weil klar, jeder trauert über was anderes und der, aber trotzdem, es war dann nicht so wirklich traurig, aber als mein Computer abgestürzt ist, hatte ich mehr Regung, gefühlsregungstechnisch, oder habe mehr gefühlt, als ein Mensch von mir gegangen ist. Ja, naja, ich bin eben
da in diesen so Menschen sind für mich eben meistens anstrengende Wesen, weil sie eben diese sozialen Kontaktdinger sind und ja, naja, ja, irgendwie klingt das jetzt alles komisch. Es tut mir leid, falls es irgendwie Gelaber irgendwie geworden ist. Ich hoffe, dass wir uns aber trotzdem am nächsten Mittwoch wiedersehen. Und ja, falls ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auch immer über einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne auch über Facebook, Twitter oder über E-Mail. Die E-Mail ist übrigens diebell.readmy@outlook.com. Und bis dann. Tschüss. Ja. Also dann nochmal tschüss. Ich war nur gerade auf der falschen Fail-Seite. Ciao.